Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasherer, bei mir, dem Thorsten, beim Clan The Disabled. Also nicht Disabled, sondern einfach The Disabled. Ihr seht das links oben. Ich bin auf dem Donnerbengel-Account und will mit euch mal wieder so einen super, super knappen CK anschauen. Also die letzten beiden CKs waren für mich hier herzklabaster, rasender Aufreger-CK. Kann man nicht anders sagen. Aber bevor wir loslegen, besuchen wir erstmal, würde ich so nennen, Engelchen und Teufelchen, also bei mir aus den Kommentaren. Es ist der Ja-Nein. Ich glaube, ich kenne ihn auch aus meinen Streams. Es ist der Paulus Leonardus heißt es. Leonardus, Alter, ich kann es nicht lesen. Leonardus, entschuldigt bitte. Vom Klar Star Aliens, er ist Co-Leader dort und wir schauen uns das Rathaus-Szene mal an. Ich habe es mir vorher schon mal angeschaut, ja, damit ich nicht wieder so einen abgefarbten habe, aber ich denke mal, so ein starkes Rathaus-Szene, das farmst du auch nicht mal ebenso ab. Ich denke, als Zehner ist das schon relativ schwer, hier in diese Ringbase zu kommen. Und ich denke, ein cooles Design. Er ist ein Champion 3. Hat, ja, ich denke mal, die Base hier ist schon etwas stärker als die, die ich mit dem Avatar habe. Der ist nämlich, denke mal, er ist in jedem Fall durch. Und hat hier alles auf Max-Level und ist, ja, okay, X-Bogen, oh, X-Bogen auf Boden, bin ich gar kein Fan von. Alle drei sogar, okay. Wenn dann die Luft hier richtig gut verteidigt ist und Lufttruppen natürlich in die Nähe der Mitte kommen, dann tut sich hier relativ wenig, außer die beiden Infernos noch. Kann man so machen. Ich habe noch nie eine Base gehabt, wo ich überhaupt mal einen einzigen X-Bogen auf Boden gehabt habe, muss ich dazu sagen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus und ich denke mal, die Base hier oben, ja, die, oh, die hält auch mal, 35 mal gedroppt oder halt Defenses. Er hat 153 Angriffe, ist also ein aktiver Account hier, denn sein Post ist jetzt auch schon 2 Wochen her, also ich arbeite sie aber ganz, ganz langsam ab. Und ist aber auch von den Truppen her und von den Zaubern her maxed. Ich sehe hier den Tundler, der kann auch auf 3 gehen, aber hier oben, Pekka hat er schon nachgemacht, nachdem er ja sein Update gekriegt hat und der Rest, Valkyrie sehe ich auch noch. Babydrachen geht auch noch auf 4. Ah, ein bisschen geht noch, aber ich denke, sieht gut aus. Und wenn ich mich nicht täuschen lassen würde, dann ja, hier ist Labor, läuft auch. Helden sind, denke ich mal, für den Account hier auch in Ordnung. Könnte ein bisschen höher sein, keine Frage. Ich habe mit dem Donnerbengel etwas höhere Helden und bin ein Rathaus Level 9. Aber was hat man eigentlich hier gemacht? Leute, was reitet euch? Ich habe heute einen Schock gekriegt, als ich hier im Chat war und jemand gefragt hat, ist jemand da? Und ich habe dann so getippt, yo, bin da. Und dann fragt er mich was und ich muss eine Entscheidung treffen. Ja, warum muss ich eine Entscheidung treffen? Man hat mich hier zum Co-Leader gemacht. Ich konnte es gar nicht glauben. Leute, das geht gar nicht. Toto hier irgendwo in irgendeinem Clan als Co-Leader. Ich finde es natürlich sehr, sehr nett, die Geste. Ich habe es nicht mitbekommen. Es war auch nicht mehr im Chat irgendwo zu lesen. So nach dem Motto, wurde promotet zu Co-Leader, ist natürlich, ist eine super nette Geste und für den Donnerbengel ist das hier auch schon ein richtig netter Stammclan geworden und wir gehen aber mal in den letzten CK rein, in den vorletzten möchte ich nicht reingehen, der war für mein Herz gar nichts, aber der letzte, der konnte dann wieder, der hätte es etwas aufhellen können, wenn auch nicht so wirklich. Ich steige heute relativ hoch ein, ihr seht das hier 13 auf 14, also der Daniel hier auf die, eigentlich ist es die erste Base, die überhaupt nach einer Base aussah, denn alles, was unter 14 hier war, war so ein bisschen so halb gerusht, halb NG. Da waren 2 Achter über einen 10er und. Also dann, da habt ihr so ein bisschen so ein Bild, wie das hier in diesem CK aussah und dementsprechend haben die natürlich auch angegriffen, gerade mit den NG-Accounts war schon nett anzusehen, was die mit uns angestellt haben. Kann man nicht anders sagen. Manchmal muss man ja auch dem Gegner, wie sage ich immer, Tribut zollen, indem man natürlich neidlos anerkennen muss, Gegner, das hast du echt gut gemacht, guter Clan, stark gekämpft und von daher, also ich bin jetzt nicht so ein Gegnerhasser, so nach dem Motto, boah, du Lauch mit deinem blöden NG-Accounts hier, du kannst uns mal, gewinn doch, ist doch Latte. Wenn du meinst, es ist das Richtige für dich, dann mach einfach weiter. Und aber schön gemacht hier mit einem Go-Vibe. Go-Vibe sieht man ja,
Na, vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr, denn ihr seht das ja auch an meinen Angriffen. Ich nehme auch, zumindest wenn ich Bodentruppen nehme, nehme ich auch immer gern den Päcker mit, denn auf 4 ist er für ein Rathaus 9. Na, es ist wieder eine Truppe geworden für ein Rathaus 9. So will ich es mal sagen. Denn er war zwar auf 3 auch schon nicht schlecht, hat man ja mal mitgenommen, Päckerwalk oder so. Aber ich denke mal, mit 4 hat der Päcker nochmal so einen ganz kleinen Stichel so bekommen, so nach dem Motto, na komm, den nehmen wir mal mit. Und auch, ich denke mal, wenn gefarmt wird oder mal ein bisschen härter gefarmt wird, dann ist der Päcker immer ein gern gesehener Gast in der Clanburg. Denn nochmal so 1-2 Level, hier geht er 2 Level hoch. Und wenn ich den auf 4 weggebe, ist er immerhin 6er Päcker, also auf Rathaus 10 Niveau. Und das ist schon mal richtig eine Nummer, finde ich zumindest. Und deswegen ist das sicherlich eine Truppe, die richtig angefasst wurde, finde ich zumindest von Supercell, die genau die richtigen Updates gekriegt hat und genau den richtigen Schub, nochmal so ein Level dazu. Denn sie wurde ja doch ein bisschen vernachlässigt, aber erstmal hier schöne 100% von 13 auf 14 von unserem Daniel auf die Base, die immerhin hier ein paar X-Bögen hatte. Ja, und manchmal weiß ich auch nicht, warum schon in manchen Phasen gedippt wird. Also ich bin aber auch nicht immer den ganzen CK natürlich am Mann, denn ich habe dieses Wochenende tatsächlich, also jetzt von Freitag, Samstag, Sonntag mit allen Accounts außer dem Avatar bin ich im Clankrieg. Das habe ich jetzt einfach mal für mich entschieden. Ansonsten pausiere ich innerhalb der Woche mit mindestens 2 RH9ern oder mit dem RH9, RH8, die ja zusammen beim Clan nachtaktiv hocken, denn alle Angriffe hier mit allen Chars in der Woche ist mir etwas zu anstrengend, muss ich sagen. Ist mir ein bisschen zu anstrengend, denn ich muss ein bisschen über die Bases gucken. Ich muss vielleicht auch noch so ein bisschen die eine oder andere Taktik üben und deswegen kann ich euch nicht sagen, warum der Seppi hier die 12 gemacht hat, obwohl ich glaube zu dem Zeitpunkt, ich bin mir nicht ganz sicher, über ihm auch noch was auf war für einen RH10er, denn er ist ein RH10er, zwar auf Rathaus 9 Niveau, aber ich glaube, er hat schon alle Truppen und er hat auch, so wie ich es gerade mitgezählt habe, alle Zauber, aber ihr seht das hier, die Taktik mit Bowler und Hexen funktioniert nach wie vor schön getankt hier der Golem in der Mitte. So dass die Queen nicht von allen Defenses erstmal Beschuss bekommt. Er kann beide Helden noch zünden. Zu so einem Zeitpunkt ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Bonus, wenn du deine Helden, ihr müsst jetzt mal gucken, 85%, 15% vor Schluss kannst du immer noch beide Helden zünden. Allerdings Queen war jetzt schon einmal gezündet, aber King kann noch gezündet werden. Und der heilt sich ja nochmal hoch, spawnt dann nochmal seine Barbaren, dann hat man nochmal mehr, ich nenne das ja immer ganz gerne, mehr Truppen im Feld. Und so können sich die Defenses, zumindest die Punkt-Defenses hier, nicht mehr richtig einschießen. Ihr seht das hier, der Tesla muss laufend wechseln und jetzt ist es natürlich die Masse hier. Also super gemacht hier trotzdem vom Seppi. Und wenn man natürlich dippen kann auf so starke Bases, ja, dann macht man es natürlich auch. Jo, It's Ego hat hier auch angegriffen. Also mit It's Ego meine ich natürlich immer meine Wenigkeit und Sonne-Bases hier, die kann ich überhaupt nicht ab. Die kann ich nicht ab, aber ich war angehalten, die zu machen hier. Es hieß irgendwann mal Donner die 9. Jo, Donner die 9, alles klar. Ja, dann leg Donner mal los. Und ihr seht meine Truppe hier. Mit fast exakt der Truppe hier hat man mich auch mit 3 Sterne zerlegt. Und ich habe gedacht, na komm, ich habe die ein bisschen angetestet, ich hab die ein bisschen geübt. Und da muss natürlich die Base auch so passen und ich hatte mir eigentlich gedacht, so eine Base hier kann auch so zu so einer Truppe hier passen. Also erstmal mit Queen Walk vorweg und dann die gegnerische Queen auf gleichen Level wie meine Queen schon mal eliminiert. Also mit Wutzauber das Ganze natürlich unterstützt, anders geht's nicht, denn die Kanone hat auf mich geschossen und die 30er Queen macht dann auch schon ein bisschen Schaden. Und hier unten habe ich jetzt meinen Dicken geschickt. Ja, manchmal, also den wollte ich natürlich, wollte die Clanburg natürlich jetzt raus haben mit den Bowlern, die sollten mindestens die Hexe packen und der Giftzauber, ja, der war jetzt nicht ganz so super sauber gesetzt, aber mit dem Magier dahinter reicht es in jedem Fall, dass ich die CB hier schaffe. Queen ist immer noch unter Heilung, also alles entspannt und gechillt. Okay, sie ist jetzt reingegangen, eigentlich hat es mir nicht gepasst, ich wollte eigentlich noch die zweite Luftabwehr da hinten erreichen. Nämlich diese hier, die ich gerade markiere, ist mir nicht ganz gelungen, aber ich habe dann zu dem Zeitpunkt gedacht, naja, komm,
ist es halt der X-Bogen und danach wusste ich auch, dass die Queen leider einen anderen Weg geht, denn hier war erstmal nichts mehr für meine Queen in Richtung der Luftabwehr, also dann unterstützt hier mit den Lava-Hunden, beziehungsweise jetzt kommt eigentlich mein eigentliches Haupt-Squad, also meine Hauptarmee, und ich wusste, wenn ein paar Loons nach innen gehen, dann ploppen da ein paar Tesla auf und die Loons gehen natürlich als erstes auf Defenses, also sie gehen ja erstmal auf Verteidigungsanlagen und jetzt ist die Mitte schon mal frei. Es ist jetzt zwar keine Truppe in der Mitte, aber die Mitte ist frei. Queen noch voll in Heilung hier und es sah eigentlich noch gut aus, auch wenn meine Loons hier jetzt noch richtig Lack bekommen von den beiden Teslas und der Luftabwehr, aber mehr lebt jetzt auch nicht mehr. Hinten ist noch eine Kanone hier, aber ich habe natürlich noch so ein bisschen Cleanup-Truppen. Da habe ich diesmal auch wirklich reichlich dabei gehabt. Reichlich Bogenschützen, reichlich ein paar Lakaien und hier hinten Bogenschützen gesetzt, Lakai. Queen kann immer noch zünden. Also ich wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt, Toto, das kann ein Dreier werden, aber es war wieder zeitlich so eng. Es war zeitlich super, super eng. Den ersten Angriff habe ich nämlich mit Zeit gefailt und den zweiten Angriff, das sollte mir nicht nochmal passieren. Glücklicherweise bin ich aber auch an den Tesla hier gekommen und denn die Luftabwehr macht hier meinen ganzen kleinen Welpen mit der Mine leider den gar aus und hier oben die Kanone tut mir natürlich nichts mehr. Jetzt war es nur noch hoffen und ihr habt das am Anfang gesehen, es war ultra ultra knapp und ich habe auch am Ende des Kampfes gesagt, Alter, ich dachte schon wieder ein Timefail, also zwei Timefails in einem CK, das ist nichts für mein Herz. Und wir sind schon relativ weit oben angelangt. Ja, das ist zwar ein Dip von 11 auf 10, aber das ist auch ein zeitintensiver Dip gewesen. dazu muss man natürlich die Hintergrundgeschichte kennen. Ich weiß, dass der Sultan Ahmed im Moment in London ist und damit ist er eine Stunde hinter uns und alle oder zumindest auch ich hatte dann Sorge, ich muss mir jetzt Sorgen machen, bin ja jetzt Vize hier, dass er seine Angriffe nicht richtig noch macht, denn durch diese eine Stunde Zeitverschiebung verpennt er sie vielleicht. Ich meine, London ist auch eine interessante Stadt. Da hast du sicherlich Besseres zu tun, als zu denken, oh, ich muss noch zwei Angriffe machen in Clash of Clans. Und den Angriff hier, das ist eigentlich der Hammer. Die gesamte Truppe ist gegammt. Die Truppen sind gegammt. Ja, die Truppen glaube ich nicht, aber die Helden sind komplett gegammt, denn er hat schon einen Angriff vorher gemacht. Aber Man sieht das hier macht's die Wut im Bauch und ich muss noch meinen Angriff machen. Ich meine, okay, er hat ja sehr lange gewartet, aber wie gesagt, wenn man dann woanders ist, irgendwo im Urlaub oder was auch immer, es ist ja Wochenende und ein Wochenende in London ist sicherlich schick, kann man sich sicherlich mal geben. Und aber er vergisst hier uns als Clan nicht, das finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, der Ahmed ist ja auch schon ein bisschen länger. Also ist jetzt nicht so ein Elfer, der hier mal zu Besuch ist und mal eben so ein paar CKs mitmacht, sondern ist ja auch schon einige CKs mit dabei. Helden können ja auch noch ein paar Level vertragen. Also irgendwann müssen wir auf ihn verzichten oder er hat genug Bücher. Aber der Dip hier war auf jeden Fall cool gemacht und ist einfach mal so, muss ich auch mal zeigen, ist vielleicht nicht so super interessant wie ein 11 auf 11, gar keine Frage, aber gehört einfach dazu und ich habe ihn mit reingenommen, weil er halt eine kleine Story nebenbei hatte und da man die natürlich von außen nie sieht, sondern es muss sie einem erzählt werden, habe ich euch das einfach mal erzählt. Und weil es so schön war, dippen wir gleich ein zweites Mal. Warum das so ist, das werde ich euch aber gleich zeigen. Also das ist jetzt nicht so nach dem Motto, Toto, willst du uns verarschen, wir wollen hier echte Elferkämpfe sehen. Ja, die gab es hier auch und die waren auch in Ordnung. Aber ich werde euch dann am Ende verraten, warum ich gerade die Elferkämpfe dieses Mal ausgelassen habe. Also es gab zumindest einen triftigen Grund. Und ich habe auch eben erst gedacht, Toto, bist du jetzt ganz von Sinnen, als ich das aufgenommen habe. Denn vorher, ich gucke ja schon vorher mal über die Angriffe und über die Bases. Was kannst du zeigen, was kannst du dokumentieren, was kannst du nicht zeigen. Beziehungsweise was ist vielleicht nicht so interessant für einen Zuschauer, so muss man es ja sagen. Aber so ein Dip hier, der gelingt auch nicht jedem, aber der Kamil ist ja doch schon stark luftabhängig, hätte ich mal fast gesagt. Also der kann Luft, das haben wir jetzt schon öfter in den Videos gesehen. Und macht er hier gut, schön mit der Queen und den Warden vorweg. Ist ja auch Warden, 10 Level kann der Warden noch vertragen, also die Helden gehen hier auch moderat hoch. Ich beobachte das ja auch nur so ein bisschen so am Rand und habe ja auch nicht den ganzen CK vor allen Dingen und auch die ganzen Member hier nicht so im Griff.
nicht im Griff, im Blick. Liegt einfach auch daran, dass ich bisher noch auch kein Vize war. Aber der Kamil hat sich geoutet. Er hat mich nämlich zum Vize hier gemacht. Und das ist sicherlich aber hoffentlich mit den Leadern hier abgesprochen, dass es so ist. Denn eigentlich bin ich in keinem meiner Clans überhaupt irgendetwas, ob das nun Ältester oder Member ist, ist mir eigentlich völlig egal, dass ich hier jetzt Vize geworden bin. Ist halt so, ich nehme es halt so hin. Man kann mich hier gerne wieder degradieren und ich würde nicht mal mit der Wimper zucken oder irgendwas sagen, so nach dem Motto, ich war doch schon Vize. Sondern ich würde es einfach so hinnehmen. Vielleicht ist es das Beste, aber ja, so ein bisschen ist man dann, man ist einfach so ein bisschen schon in den Entscheidungen drin. Das passt mir eigentlich nicht wirklich, aber ich bin gerührt, dass ich mal wieder in einem kleinen Vize bin und zu kleinen Entscheidungen beitreten kann. Ich war ein bisschen überrascht von den Entscheidungen, die ich treffen musste, weil ich es einfach nicht gerafft habe. Ich hab dann getippt, als jemand geschrieben hat, ist hier jemand da? Und ich habe dann getippt, ja, ich bin da. Und dann stellte der die Frage und dann gucke ich, ich bin Co-Leader. Oh, Toto, da muss jetzt meine Entscheidung treffen. Hab meine Entscheidung getroffen. Und wir haben den CK ja aber gewonnen. Ihr seht, 58, 55 ist nicht super weit weg, sondern es ist super, super eng. Deswegen der Gegner, Hut ab, guter Gegner. Daumen nach oben an die Kollegen aus Polen. Denn sie haben einfach nur ein paar Angriffe versäumt. Ich denke mal, wenn die hier auch noch angegriffen hätten und hätten Sterne geholt, dann wäre das oben nochmal richtig eng gewesen. Aber, und ihr seht das ja auch hier, Sultan 2, Kamil 2, Java 3, Jan 3. Also das war schon eine Truppe, die hat es auch richtig, richtig gut drauf gehabt. Und diesmal mit zwei Zählern halt auf die 60 zu. Haben wir, denke ich mal, ganz gut gemacht. Und ich denke, im Sinne des schönen Wetters, was mich auch nicht wirklich animiert hat, Videos zu machen, zumindest das über nicht, hier oben sowieso nicht unterm Dach, hoffe ich, dass euch die Folge auf dem Samstagmittag gefallen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagnachmittag, wunderschönen Sonntagabend, mit welchem Wetter auch immer, ist ja ganz, ganz verschieden. Bis dahin, euer Toto. Echt.